Anderswelt Apotheke Bellend 4 Kapitel 12. Auf dem Grund des Sees. Falma folgt der Alchemistin eine lange Wendeltreppe hinunter, die in den unterirdischen Gang des Gebäudes führt. Das Sternkarzun-Stern, SFX für die gleitenden und klappernden Schritte, das Geräusch der Schuhe hallt unheimlich nach. Die Luft wird allmählich kühler und feuchter, je weiter es in die Tiefe geht. Wir kommen an einer großen Höhle an. Wo ist dieser Ort? Wo sind wir? Ellen hört Falma zu, ohne langsamer zu werden. Es ist eine Höhle. Die Treppe führt hinunter in die unterirdische Höhle. Die ganze Höhle scheint aus einer Kalksteinhöhle zu bestehen und hat einen unterirdischen See. Wie weit sind sie gegangen? Es ist ein unangenehmes Gefühl, als ob die Treppe über etwas schwebt und sie in den Grund der Erde geführt werden. Die Alchemistin bleibt schweigend stehen. Sie wollen nicht weitergehen, auch wenn sich ein Homunculus an einem solchen Ort befindet. Was ist das? Ellen folgt Falma und fragt die Alchemistin aus. Ihr Gedankengang wird plötzlich verdächtig. Als die drei die Unruhe in der Luft spüren, erlischt das Feuer in der Lampe der Alchemistin, die sie in der Hand hält. Jeder, der sich nur auf das Licht verlässt, hat null Sicht. Gwa! Pierre schreit plötzlich auf, und das laute Geräusch von plätscherndem Wasser ertönt. Er stürzt in den unterirdischen See. Er wird von jemandem hinuntergestoßen. Pierre! Wer hat das getan? In diesem Moment bereut Falma, dass er seinen Medizinalgottstab nicht mitgebracht hat. Aber gleich darauf denkt er um und holt schnell den großen Schatz, den halbmaterialisierten Stab ID, aus seiner Tasche. Als Falma die göttliche Kraft des großen Schatzes anzapft, strahlt er selbst ein starkes Licht aus und wird von einer unbekannten Kraft angehoben, ein plötzlicher Auftrieb. Der Heiligenschein von Falma erhellt jeden Winkel der Höhle. Pierre schwebt auf dem Rücken an der Oberfläche des unterirdischen Sees weit unten. Er atmet noch. Es gibt keine sichtbaren Verletzungen, als Falma sein diagnostisches Auge einsetzt. Jemand hat ihn absichtlich hinuntergestoßen. Ellen. Als Falma durch die Beleuchtung wieder sehen kann, sieht er die Alchemistin, die Ellen angreift und ihr gerade die Kehle durchschneiden will. Falma schlägt mit dem großen Schatz auf ihr Messer ein. Die Alchemistin erschrickt und flüchtet vor Falma. Was machst du da? Ihm wird klar, dass Ellen getötet worden sein könnte, als er schließlich bemerkt, dass sie Blut am Kopf hat. Wasserlanze. Als Ellen Falmas Stimme erkennt, zückt sie schnell ihren Stab und setzt göttliche Kunst ein, um die Alchemistin weiter Weg zu pusten. Die Alchemistin widersteht Ellens Nahkampfangriffen, hält sich mit einer Hand an der Treppenkante fest und verhindert so ihren Sturz in den unterirdischen See. Sie flattert mit ihrem Körper wie eine leichte Feder und landet an einer höheren Stelle der Treppe als Ellen und Falma. Sie holt ein schwarzes Langschwert hervor. Was ist dein Plan? Wollt ihr uns auf dem Grund des Sees loswerden? In diesem Moment erscheint ein riesiger, dunkler Figurenschatten auf dem Grund des unterirdischen Sees. Die Gestalt zeigt nicht ihren ganzen Körper und beginnt, ihren Kiefer zu öffnen, um Pierre zu verschlingen, der ins Wasser gefallen ist und nun an der Oberfläche schwimmt. Sein Maul öffnet sich so weit wie das eines Wals. He. Als Pierres Gesicht verzerrt und ängstlich wird, stößt sich Falma in der Luft von der Treppe ab und stürzt sich in den freien Fall. Pierre. Falma ergreift Pierres Hände und hebt ihn in diesem kritischen Moment von der Oberfläche. Doch kurz bevor Pierre vom Maul des Monsters verschluckt wird, spürt Falma ein Kribbeln an seiner Hand, als er das Wasser des unterirdischen Sees berührt. Er nimmt einen schwachen, stechenden Geruch wahr. Dieser unterirdische See besteht aus einer starken Säure. Falma ist nicht erfreut, dies zu sehen. Stark saure Sulfaten können bis zu einem pH-Wert von 1 sinken, wie er in der vulkanischen Zone der Erde üblich ist. Aber warum ausgerechnet in dieser kaiserlichen Hauptstadt? Falma kann es sich nicht leisten, weiter zu grübeln.
Während er Pirres Hand hält, benutzt er seine rechte Hand, um seine Auslöschungsfähigkeit zu beschwören. Als Falmar die Fee verschwindet, das Wasser des Sees zusammen mit der Schwefelsäure, und die dunkle Gestalt, die im Begriff ist, ihren Kiefer zu schließen, fällt tiefer auf den Grund des Sees. Nachdem es ihm gelungen ist, die Schwefelsäure am Körper von Pierre und sich selbst auszulöschen, entkommt Falmar dem Angriff des Monsters. Falmar fliegt, indem er den Auftrieb des großen Schatzes nutzt, während er seine und Pierres Gewichte trägt, und kehrt zum Felsvorsprung zurück. 1 Fliegen. Wie? Die Alchemistin ist fassungslos. Sie kann den großen Schatz, den Falmar in seiner Hand hält, nicht sehen. Selbst wenn sie ihn sieht, wird sie den Inhalt nicht ergründen können. Ich habe mir überlegt, ob ich versuchen soll, ihn aufzulösen, indem ich ihn in den Schwefelsäure-See werfe, aber das ist schade. Nachdem er gehört hat, wie die Alchemistin versucht hat, Pierre zu ermorden, wird Falmar kampfbereit. Ich glaube, du bist in die Enge getrieben. Ellen drängt die Frau am Rande der Treppe mit ihrem Stab in die Enge. Die Frau mag zwar ein langes Schwert haben, aber wenn sie auch nur einen Schritt weiter zurückweicht, liegt dort der Grund des Abgrunds. Ellen ist bereit, sie zu Fall zu bringen. Ergib dich jetzt, wirf deine Waffen weg und komm langsam auf mich zu, befiehlt Falmar dem Weibchen. Er plant, sie gefangen zu nehmen, sie zu zwingen, ihr Fehlverhalten zuzugeben, und sie dann den Wachen zu übergeben. Doch die Frau greift schnell nach der Spitze von Ellens Stab und versucht, Ellens Körperhaltung zu brechen, um sie in den Abgrund zu stoßen. Falmar zerrt schnell an Ellens Taille, hält sich am Treppengeländer fest und bleibt an Ort und Stelle stehen. Die Frau verliert jedoch durch die plötzliche Aktion von Falmar das Gleichgewicht und stürzt mit einem gellenden Schrei kopfüber auf den Grund des Sees. Falmar ergreift den großen Schatz und jagt der Frau auf den Grund des Sees hinterher. Verdammt! Doch Falmar schafft es nicht, ihre Hände rechtzeitig zu ergreifen. Als er schnell auf dem Grund des Sees ankommt, passt Falmar sofort den Auftrieb des großen Schatzes an und verringert schnell seine Geschwindigkeit. Konnte nicht rechtzeitig ankommen. Sie stirbt einen sofortigen Tod. Falmar kann kein einziges Wort sagen. Hätte Falmar den Sulfazee nicht ausgelöscht, hätte ihr Leben gerettet werden können. Wenn sie unter dem Sturz leiden würde, könnte sie immer noch überleben, und er könnte die Macht der Erleichterung des Ursprungs anrufen, aber Falmar ist machtlos, ihren Tod zu verhindern. Sie war diejenige, die ursprünglich versucht hat, Pierre und Ellen zu töten. Selbst wenn er ihr Karma für ihre böse Tat verantwortlich macht, wird seine Schuld nicht verschwinden. Ihr Körper wird bald vom Sulfazee verschluckt werden. Er findet ihren Ring wieder, der als Reliquie betrachtet wird. Ihm wird klar, dass er in seiner Benommenheit unbewusst auf den Grund des Sees geschaut hat. Auf dem Grund des Sees liegt eine dichte Schicht aus Kristallen frei. Diese Szenerie erscheint ihm wie eine Kristallmine, und er bewundert ihren transparenten Glanz. Als Falmar fasziniert ist, erscheint ein flauschiger, dünner Lichtfilm und legt sich um den Körper der toten Frau. Der Film saugt die Leiche innerhalb von Sekunden in den Seeboden des Kristalls. Wenn ein Mensch eine Seele hat, manifestiert sich dieser Anblick, als ob die Seele in die Kristalle hineingezogen wird. Die Augen der Falmar sind weit geöffnet. In dem Moment, in dem Falmar auf der Kristallschicht auf dem Grund des Sees landet, leuchtet die gesamte Oberfläche auf, da sie auf seine göttliche Kraft reagiert. Unter den Kristallen befinden sich einige Kristalle mit extremer Klarheit. Falmar hebt einen durchsichtigen Kristall auf, der wie Kies um ihn herum gefallen ist. Wenn er seine göttliche Kraft in ihn injiziert, verstärkt sich seine göttliche Kraft. Dieser Kristallstein. Er ähnelt dem, der am Stab des Medizingottes befestigt ist. Warum ist er an so einem Ort? Was ist das? In der Mitte der Kristallschicht,
die sich auf allen vier Seiten des Sees ausbreitet. 2. Befindet sich eine quadratische Steinplatte von der Größe eines Menschenkörpers. Die Steinplatte ist über und über mit Wassertropfen bedeckt, und die Wassertropfen werden immer größer und saugen wahrscheinlich Schwefelsäure aus. Ist diese Steinplatte die Quelle dieses riesigen Sulfatsees? Es scheint, dass sich der Sulfatsee in dieser Höhle nach einer enormen Zeitspanne gebildet hat, möglicherweise nach Jahrzehnten oder sogar Hunderten von Jahren. Es stellt sich heraus, dass die Steinplatte durch eine Magie entstanden ist, die Falma nicht kennt, und dass sie immer noch einen Rest göttlicher Kraft enthält. Was hat es mit dieser Attraktion auf sich? Die Steinplatte und der große Schatz in Falmas Hand ziehen sich gegenseitig an. Er kann sich der Anziehungskraft nicht entziehen und fühlt sich ebenfalls von ihr angezogen. Falma nähert sich langsam und untersucht vorsichtig die Steinplatte. Als hätte sie auf Falmas Ankunft gewartet, ist in die Steinplatte das Wappen des Gottes eingraviert, das durch den Kreislauf des Lichts gewoben wurde. Unter dem Wappen des Medizingottes steht: Dies ist die Heimat der wandernden Seele. Am Ende des Brunnens warten wir auf die Ankunft des entsprechenden Wesens. Die Buchstaben aus Licht, die in der alten Sprache angezeigt werden, verschwinden plötzlich spurlos. Sobald Falma den großen Schatz durch die Anziehungskraft, den Moment der Berührung, näher an die Steinplatte bringt, verwandelt sich das weiße Leuchten, das den Schatz umhüllt, augenblicklich in einen Strahl. Das unendlich gerade und transparente Licht zeigt in eine bestimmte Richtung und hinterlässt ein wunderschönes Funkeln, das seine Augen erweckt. Falma ist überwältigt von diesem geheimnisvollen Anblick. Wenn ich diesem Licht folge, erreiche ich vielleicht die Ruinen, die mit dem Medizingott verbunden sind. Vielleicht ist das, worauf das Licht hinweist, die heilige Quelle, von der Salomon gesprochen hat. Das Licht leuchtet einen Moment lang, dann verflüchtigt sich der laserinduzierte künstliche Strahl aus dem großen Schatz schnell und wird wieder von dem großen Schatz absorbiert. Falma berechnet eilig die ungefähre Position anhand des Grundrisses des oberirdischen Gebäudes und prägt sich dann die Flugrichtung in der Nähe seiner Brust ein, die durch den Lichtstrahl von der Steinplatte und dem großen Schatz angezeigt wird. Sie war auf der Stelle tot. Die Leiche konnte nicht geborgen werden. Aber ich habe einen Hinweis auf die heilige Quelle gefunden. Falma beschwört seine Flugfähigkeit. Eilt zu Ellen und Pierre zurück, um ihnen zu berichten, was geschehen ist, und gerät in helle Aufregung. Ellen starrt Falma mit unruhigen Augen an. Pierre ist vor Angst und Schock ohnmächtig geworden, nachdem er vorhin gerettet wurde. Lasst uns zurückgehen. In diesem Moment hört er etwas die Treppe hinaufrennen. Jemand war hier. Vielleicht war es Hermes. Steh auf, Pierre. Falma ergreift den großen Schatz und springt die Wendeltreppe fast senkrecht hinauf. Doch als er mit enormer Geschwindigkeit die Treppe hinauf und durch den Gang springt, ist keine Gestalt zu sehen. Falma aktiviert das diagnostische Auge und stellt die biologischen Reaktionen im gesamten Gebäude fest. Hermes hat keine ernsthafte Krankheit. Aber er leidet an Hyperopie, Weitsichtigkeit, und Falma nutzt die Nummerierungsmethode und die Ortsbezeichnung der Betroffenen als Anhaltspunkte für die persönliche Identifizierung. Natürlich hat er während der Alchemisao die Merkmale von Hermes mit Hilfe seines diagnostischen Auges sorgfältig erfasst. Anhand dieser Informationen kann er nicht einmal die Reaktion auf Hyperopie erkennen. Möglicherweise ist Hermes durch einen Geheimgang mit Hilfe eines Pferdes geflohen. Kurze Zeit später hört man in der Nähe der Treppe das Klappern der Schuhe, die zu den beiden Personen von unten gehören, und Ellen und Pierre haben nach ihrem Aufstieg endlich aufgeholt. Bei einer bestimmten Erscheinung scheint es Pierre an Bewegung zu mangeln. Er bückt sich, während er sich die Knie hält. Danke, ihr beiden. Ich weiß nicht, zu wem die Figur gehört. Aber wenn es Hermes ist, ist er weg. Falma assistiert den beiden anschließend.
Im Gegensatz zu Falma müssen Sie die über 100 Meter lange unterirdische Treppe mit eigener Kraft hinaufsteigen. Puh, ha. Wie hat Falma-sama die Treppe so schnell erklommen? Pierre weiß nicht, dass Falma geflogen ist, und grunzt neidisch auf Falmas Jugend und seinen Reichtum an körperlicher Vitalität. Ich frage mich, ob du es bemerkt hast. Während ich von meinen Freunden abgelenkt war, ist er weggelaufen. Ich habe es nicht geschafft, ihn einzuholen. Ellen drückt ihr Bedauern aus und knallt ihren Stab, die Spitze, auf den Boden. Nein, er ist noch nicht geflohen. Wir sind verkleidet und haben sie nicht abgenommen. Ich kann Hermes schon morgen treffen. 3 E. Was meinst du? Ich versuche mich zu erinnern, wo ich diese Stimme schon einmal gehört habe. Schließlich werden sie die Schuldigen konfrontieren. Um die Ungerechtigkeit aufzudecken, die schuldigen Alchemisten für den Betrug an anderen zu bestrafen und das Geheimnis des Homunculus zu lösen. Das ist das Ziel von Falma.